Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Wissensgeist. Heute bin ich in der Gitarrenschule beim Roland. Gibst du Gitarrenunterricht? Ja, genau. Du bist hier in der Gitarrenschule von mir. Die heißt Rolis Gitarrenschule. Ich gebe hier vorwiegend Gitarrenunterricht für klassische, für Western, für E-Gitarre in verschiedensten Stilen. Bis auf Flamenco und Jazzunterricht eigentlich nicht. Da diesen Bereich überlasse ich eigentlich vorwiegend anderen. Und das ist so mein Hauptaufgabengebiet. Ich gebe aber nebenbei auch noch Cubase-Kurse. Das zweite Steckenpferd, was ich hier gebe, ist Cubase-Kurse und kann auch diese Schule umfunktionieren zum Home-Studio, sodass ich auch Aufnahmen machen kann, Home-Studio-Aufnahmen und auch Home-Studio-Abmischung machen kann. Ja. Also ich könnte als Laie, als Anfänger bei dir auch Gitarrenunterricht nehmen. Ja, ganz genau. Wenn du Interesse für die Gitarre hast und du würdest dich entschließen, das wunderbare Instrument Gitarre zu lernen, kannst du dich anmelden, biete immer kostenlose Probestunden an, kann eben individuell professionell beraten auf die Gebiete, die Fragen, die betreffen, die anliegen und die können wir dann zusammen klären im persönlichen Gespräch. Ich habe sogar eine Gitarre noch auf dem Estrich, vielleicht sollte ich die mal wieder runterholen. Das wäre eine Idee, würde ich dir sogar dringend vorschlagen, kann sie dir stimmen, kommst du vorbei, machen wir eine kostenlose Probestunde. Herzlichen und dann können wir es zusammen anschauen. Werde ich sehr gerne annehmen, Roland. Vielen okay. Dank. Roland, du bist ein Kind der DDR. Magst du darüber etwas erzählen? Das ist richtig, genau. Ich komme aus der DDR. Meine ersten 19 Jahre in der DDR verbracht, bis 89. Bin 1970 geboren und habe hautnah damals die Wende zur DDR-Zeit mitbekommen. Auch die Monate davor, vor dem 9. November 1989, hat mich sehr geprägt. War ein einmaliges Erlebnis in meinem Leben und ich ziehe jetzt aktuell mit der aktuellen Situation und der damaligen Situation viele Parallelen und hoffe, dass dieser Weg einer friedlichen Revolution der gleiche wird, wie er damals 1989 zu DDR-Zeiten stattgefunden hat. Das ist meine ganz große Hoffnung. Warst du damals schon also ein Revolutionär? Warst du damals schon aufmüpfig? Hattest du lange Haare? Hast du damals Punkmusik gemacht? Warst du halt in einer Jugendband? Ja, genau. So ein Revolutionär würde ich mich schon bezeichnen. War immer vielleicht nicht jemand, der mit dem Mainstream mitgegangen ist. Habe immer so meine eigene Meinung versucht, recht früh in meinem Leben zu entwickeln und auch zu entdecken und auch meinen eigenen Weg zu gehen. Habe natürlich wie jeder Musiker auch angefangen, mir lange Haare wachsen zu lassen. Hatte lange Haare, schulterlange Haare gehabt. Damals gleich lange Haare. Und habe angefangen, dann meinen ersten Gitarrenunterricht zu nehmen mit 12. Damals von meinem Musiklehrer, auch gleichzeitig mein Musiklehrer der Schule, war dann damals, sie hat eine Gruppe angeboten für Gitarrenunterricht, da habe ich meinen ersten Gitarrenunterricht genommen mit 12 und bin dann mit 15 regelmäßig zum Gitarrenunterricht gegangen in der Musikschule in Neuruppin 5 Jahre. Ja. Roland, wenn man lange Haare damals hatte, war denn das systemkonform? Warst du nicht in der FDJ? Wie heißt das nochmal, die Abkürzung Freie Deutsche Jugend? Also die Abkürzung ist FDJ und der ausgesprochene Name war Freie Deutsche Jugend. Da wurdest du natürlich schon ein bisschen, also die Jugend der DDR, die sich ein bisschen schräg und gegen das System aufgelehnt haben, auch optisch, die haben sich der Punk-Szene zugeordnet oder auch der Heavy-Metal-Hardrock-Szene, die haben sich lange Haare wachsen lassen, sind mit Heavy-Metal-Kleidung durch die Gegend gelaufen und haben sich eigentlich schon so versucht, revolutionär sich zu gruppieren, in verschiedene Richtungen einzugehen. Wer keinen von den beiden Gruppierungen angehört hat, der war dann eigentlich eher systemkonformer Jugendlicher in der DDR damals. Ja. So kann man sagen. Man hat immer so gesagt, Fokuhila, hinten lang, vorne kurz. Ne? Fokuhila, ja. Aber damals hatte ich diesen Haarschnitt gehabt, eher hinten lang die Haare und vorne kurz und im Laufe der Zeit wurden dann die Haare gleich lang. Gleich lang. Gleich lang. Ja, schulterlange, gleich lange Haare gehabt. Bestimmt 20 Jahre nachher, bis sie dann nachher irgendwann. Gab es da Probleme mit den Eltern? Haben die etwas dazu gesagt? Lange Haare, aufmüpfig oder warst du dann doch brav? Nee, meine Eltern fanden es schon nicht so toll. Die haben dann schon mir öfters mal einen Friseurtermin vorgeschlagen, den ich aber nicht angenommen habe, weil mir haben damals lange Haare gefallen und ich fand immer persönlich, lange Haare war immer ein Bild von Musikern. Wenn du Musik gemacht hast, gehörten lange Haare für mich einfach dazu. Und wie in einer Band brauchtest du als Gitarrist, spiel wie gesagt Gitarre. Und da war es immer
sehr kongruent, wenn du lange Haare hattest als Gitarrist. Kurze Haare, Headbang ging schlecht, ne? Und du konntest nicht deine Haare schütteln. Und es war, da waren lange Haare ein Muss praktisch. Ja. Und genau, die Musik ist ja also auch ein Transportmittel, auch Meinungen wiederzugeben. Wie war das denn damals, also halt in der DDR? Zum Beispiel, so der Held derjenigen war der Udo Lindenberg. Magst du dazu noch mal etwas sagen, zu den Helden halt eurer Zeit? Zu wem hast du hochgeschaut? Wer war für dich, wer war dein Idol? Also, man muss unterscheiden, du hast von Udo Lindenberg geredet, der ist ein westdeutscher Musiker. Wir waren ja damals unterteilt in DDR und in Bundesrepublik und in BRD, praktisch diese zwei Länder gab es damals. Und da waren eigentlich in der DDR gab es viele Ostmusiker und auch Ostgruppen. Und da hat mich damals sehr inspiriert und auch gefallen die Band Zilli, Karat, Pudis, damals eher weniger. Pudis habe ich nicht eher nach der Wende entdeckt. Und Zilli, die waren immer so ein bisschen systemangreifend, auch in ihren Texten. Die Tamara Danz hieß sie damals, sie ist damals sehr jung gestorben. Mit 26, glaube ich, oder relativ früh. Ich glaube, 26 war sie damals. Unter 30 ist sie gestorben. Sie hatte Krebs gehabt. Und die hat immer so eine systemangreifenden Text auch in ihren Liedern geschrieben und auch gesungen. Das hat mir damals sehr gefallen. Also Silly war einer der Hauptbands, die mich inspiriert haben. City, aber auch von der Bundesrepublik war ich damals sehr Bab und Marius Müller-Westernhagen orientiert. Da hat mir Bab damals Wolfgang Niedecken auch sehr gut gefallen, habe die ersten Riffs auf der Gitarre von Bab gespielt und da haben mich die Texte auch sehr inspiriert und mir auch sehr gefallen und auch das Musikalische von Bab hat mir sehr gefallen. War zwar Kölsch, aber ich habe es auch übersetzt, konnte natürlich kein Kölsch verstehen, aber ich habe mir dann eigentlich die Songtexte von Bab übersetzt und dass ich auch verstanden habe, was er da singt. Zum Beispiel Kristallnacht. Gibt es einen Song von Bab, der war nochmal sehr bekannt, verdammt lang her. Kristallnacht hängt ja mit der Reichspogromnacht 1933, glaube ich, zustande. Zusammen. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber es hängt, glaube ich, mit den Erlebnissen im Faschismus. Da hat er einen Song drüber geschrieben. Der war eigentlich damals bekannt für auch systemkritische Texte zu schreiben und auch die Leute damit zu erreichen, die sich nicht dem System stellen. Unbedingt so ausliefern wollten, systemgetreu leben wollten. Und da war Bab eigentlich auch eine ziemliche Orientierung für mich als Musiker damals. Bab, Marius Müller-Westernhagen mit seinem natürlich jetzt aktuellen Song wie nie zuvor mit Freiheit. Johnny Borker haben wir gespielt, Dicke von Westernhagen, unser Schülerband damals. Mit 15 haben wir damals unsere erste Schülerband gegründet, Auftritte auch gespielt. An sozialistischen Feierlichkeiten hieß es damals. Wurden wir engagiert und dann haben wir so verschiedenste Songs mit unserer Jugendband damals gespielt. Mhm. Wozu sind Kriege da von Udo Lindenberg unter anderem. Und viele Leute haben, um auf deine Frage zurückzukommen, haben natürlich auch zu Udo Lindenberg hochgeschaut, weil Udo Lindenberg war damals jemand, der das System in der DDR in seinen Songtexten sehr kritisiert hat und auch sehr komödiantisch dargestellt hat. Und warum ist es jetzt halt recht ruhig geworden, auch um Udo Lindenberg? Warum sagt er zu der heutigen Zeit nichts? Ist es nicht so, einmal Revoluzer, immer ein Revolutionär? Ich würde es genauso sehen. Ich bin jetzt über das Verhalten von Udo Lindenberg sehr überrascht, warum er sich so zurücknimmt. Auch über meine damaligen Jugendidole, auch von Wolfgang Niedecken, bin ich persönlich jetzt sehr überrascht und auch enttäuscht. Habe ein Statement von ihm gesehen, wo er die sogenannten Verschwörungstheoretiker angegriffen hat, die unsere Gruppierung als Nazis bezeichnet hat, mit einer FFP-Maske hat er sich präsentiert im Statement. Seit dem Zeitpunkt ist eigentlich Wolfgang Niedecken für mich, ganz ehrlich gesagt, gestorben. Also mein Jugendidol hat sich mit diesem Statement für mich verabschiedet. Und warum Udo Lindenberg sich raushält, der damals in der DDR sehr beliebt war und er ist ja bekannt für einen Revoluzer, auch mit seinen Songtexten, mit seinen Songs, hat sich nie dem System angepasst, nie gefügt. Warum der so ruhig ist, kann ich nicht verstehen. Ist für mich ein riesengroßes Rätsel, warum Udo Lindenberg sich aus der aktuellen Situation raushält und kein Statement abgibt und wirklich versucht,
für die Wahrheit Partei zu ergreifen. Das ist für mich ein Rätsel. Die sollten ja eigentlich so viel Geld haben und nicht Bedenken haben, dass sie wirtschaftlich nicht halt überleben können. Wie so manch ein anderer Musiker, wo man noch sagen könnte, ich verstehe das, er hat Angst für irgendwelchen Sanktionen und auch wirtschaftlichen Nöten. Da könnte man das ja noch begreifen, aber nicht bei, wie zum Beispiel Dieter Bohlen, ja, die haben doch so viel Geld. Warum kommen da nicht jetzt Songs? Oder ist es momentan so wie wortwörtlich, einfach mal die Schnauze tief halten und dann irgendwann aus dem Schützengraben herauskommen und dann sagen, ja, wenn die Luft rein ist, dann mache ich Musik und die dann wirklich dann die Revolution heraufbeschwört. Aber dann ist ja alles schon ein neues System mal seit installiert. Warum kommen jetzt nicht, also halt die Texte, die müssten doch jetzt wie aus dem Boden herausschießen. Die Wut ist doch mittlerweile schon so da, auch die Nöte doch so da, dass doch jetzt wirklich, es müsste doch komponiert werden, also halt in den, vielleicht passiert das ja und wir wissen es nicht. Vielleicht treffen sich die Bands ja momentan im Underground und schreiben Liedtexte und komponieren und machen vielleicht schon in irgendwelchen Nightclubs im Underground vielleicht Musik und wir wissen es gar nicht. Das ist richtig, das wissen wir nicht, was sie aktuell machen. Also dieses ja, Pandemie oder eher Planemie bietet so viel Stoff für Songtexte, für Songs, dass man eigentlich wahrscheinlich 10 Alben problemlos schreiben und komponieren und aufnehmen könnte. Ne? Und eben warum Udo Lindenberg sich raushält, der als der Revoluzzer Nummer 1 von Deutschland, verstehe ich gar nicht. Entweder hat er sein Schäfchen so im Trocken, dass der für sich sagt, er nimmt sich jetzt vollkommen raus, möchte diesen Stress der angreifenden Meinung auch sich nicht aussetzen, dass er sagt, er will jetzt hier nicht die Konfrontation gehen, indem er die Wahrheit letztendlich anspricht und auch die Medien nicht herausfordert, auch mal die Wahrheit zu recherchieren. Das ist für mich ein riesengroßes Rätsel, ist die Udo Lindenberg für mich. Aber warum Bab, also dieser Wolfgang Niedecken, der immer bekannt war für seinen eigenen Weg zu gehen, seine eigenen Songtexte, auch das System kritisch zu hinterfragen, warum der sich so raushält und so verhalten hat mit seiner FFP-Maske im Statement, als ich das gesehen habe, hat es mir vollkommen abgelöscht und das ist eigentlich für mich mein Jugendidol, meine Jugendband, zu der ich immer heraufgeschaut habe, gestorben. Also ab diesem Moment. Marius Müller-Westernhagen jetzt zum Glück nicht, ist auch einer meiner Jugendidole und der ist, glaube ich, eher gesundheitlich, hat er, glaube ich, eher Probleme und will nicht mehr so ins Rampenlicht sich vorrücken und der ist, glaube ich, der hat sich generell aus dem Musikbusiness zurückgenommen, aber der hat jetzt keine Statements gegeben pro Corona, pro Medien, hat Marius Müller-Westernhagen meines Wissens nach nicht gemacht. Bab hat sich ja pro Corona typisch geäußert und eigentlich seine ganze Fangemeinde damit vergrault, da habe ich auch damals einen Post, nachdem er dieses Statement abgegeben hat mit seiner hässlichen FFP-Maske, habe ich damals auch geantwortet, das soll er doch mal bitte beim Konzert machen, dieses gleiche Statement abgeben, dann würde der halbe Konzertsaal sich wahrscheinlich leeren. Dann würde er viele Fans mit vergraulen, viele Fans verlieren, die damals immer zu ihm raufgeschaut haben. Viele Fans sind wahrscheinlich auch enttäuscht. Ja, das denke ich auch. Die sind jetzt von seinem Verhalten, also für mich, ich bin riesengroß enttäuscht, habe auch einige Posts auf seiner Niedecken-Seite gelesen, habe ich auch sehr enttäuschende Posts gelesen, dass viele nicht verstehen können, warum er so ein Statement abgegeben hat, als jemand, der sich immer so als systemkritisch gezeigt und auch gegeben hat in der Öffentlichkeit und auch seine Songs in der Richtung geschrieben hat. Die waren ja immer auch systemkritisch und auch hinterfragend. Roland, Schauspieler und Schauspielerinnen haben es auch bereits versucht, in den Widerstand zu gehen mit dem Hashtag alles dicht machen. Kannst du dazu etwas sagen? Ja, da haben sich bekannte, also bis 50 bekannte Schauspieler aus Deutschland haben sich zu einer Initiative aufgerafft und die ins Leben gerufen, um über einen sarkastischen Weg, humorvoll, komödiantisch, aber wahnsinnig sarkastisch, die Wahrheit zu transportieren. Sie haben es nie direkt angesprochen, das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Die wurden ja danach auch stark konfrontiert mit Gegenwehr, mit Angriffen, warum sie die Initiative gestartet haben. Mir persönlich hat es sehr gut gefallen, auf diesem hochprofessionellen, schauspielerisch professionellen Wege eine Botschaft rüberzubringen, um die Leute auf die Nichtberichterstattung der Wahrheit darauf aufmerksam zu machen, überhaupt was läuft,
Das hat mir persönlich sehr gut gefallen. Haben sich ja dann danach von den 50 Schauspielern, glaube ich, 16, 17 zurückgenommen. Es waren nachher letztendlich bloß noch 33, die übrig geblieben sind, die sich zu dem, was sie gesagt haben, auch bekannt haben. Könntest du dir vorstellen, dass das in der Schweiz auch funktionieren könnte mit Musikern und Musikerinnen? Im Moment, was ich erlebe, kann ich es mir nicht vorstellen, weil die Musiker nehmen sich erstaunlicherweise sehr zurück. Ich hoffe, dass sie sich dazu aufraffen würden, weil um Eier zu zeigen, Arsch in der Hose zu haben, sich endlich zu erheben und zu sagen, halt, stopp, so geht das nicht weiter. Unsere Szene, gerade unsere Szene, der wir arbeiten, meine Kunst- und Kulturbranche, oder unsere, das hätte ich meine alleine, aber die wurde stillgelegt. Es sind Ton- und Lichttechniker, haben über einen Job keine Arbeit, so gut wie keine Arbeit, haben keine Aufträge, die wurden annulliert seit über einem Jahr. Also ich kenne zum Beispiel ein Tontechniker, mit dem arbeite ich bei meinen Schülerkonzerten jahrelang zusammen, seit 3, 4 Jahren. Und der hat erzählt, die haben ein Jahr keine Aufträge. Die leben von ihren Reserven. Und da geht es jetzt an die Substanz, da geht es jetzt ran, hopp oder top. Da geht es jetzt ran, überleben oder sterben. Ne? Und ich kann mir das im Moment anhand des Verhaltens der Musiker, wie ich die Schweizer Musiker bisher erlebt habe, nicht vorstellen. Ich möchte es aber dazu aufrufen, das zu tun. Unbedingt zu machen, sich zu erheben, sich für unsere Kunst- und Kulturbranche einzusetzen, damit die nicht vor der Hunde geht, nicht stirbt und auch nicht komplett gegen die Wand gefahren wird. Sich zu erheben mit einer Initiative würde ich sehr gut finden. Es gab mal von einigen Musikern hier in der Zentralschweiz, haben sie ein Projekt gemacht, We Are The World. Das Video habe ich gesehen, das war sehr bewegend, hat mich sehr ergriffen, war sehr herzergreifend. Da haben sie sich eigentlich zusammengetan, wollten eigentlich der Welt zeigen, we are the world, wir sind die Menschen, wir haben das Sagen und wir wollen so, dass es eigentlich so nicht weitergeht. Das war ein sehr bewegendes Video und das Cover war fast besser wie das Original, vielleicht nicht gerade, aber es war sehr, sehr gut gemacht. Ja. Das habe ich gesehen, das war eine Initiative von Schweizer, vorwiegend, nee, auch Profimusiker waren auch dabei, Caroline Chemin war dabei. Ja. Was würdest du davon halten, wenn Musiker auch mal uns begleiten würden auf einer Demonstration, auf einem Spaziergang? Wäre das etwas? Auf einer Demonstration mit Gitarristen, der eine spielt vielleicht Mundharmonika, der andere Flöte, wäre das etwas? Musikalische Begleitung auf Demonstration. Ich würde es sehr gut finden. Also du meinst Profimusiker oder auch Amateurmusiker, alle Musiker? Alle Musiker, verschiedener Couleur. Genau, würde ich sehr gut finden und ich finde, diese Art der Leute fehlen an den Demos. Es fehlt diese Kunst- und Kulturszene, fehlt speziell an den aktuell stattfindenden Demos, fehlen die Künstler. Die vermisse ich sehr. Bin wahrscheinlich einer von den wenigen, die sich bekennt, zu den Demos zu gehen, sich dafür einzusetzen, in erster Linie für die Kollateralschäden Grenzen zu halten, dass wir für eine Verhältnismäßigkeit in mich einsetzen, natürlich in erster Linie für meine Kinder, dass sie diese Kollateralschäden Grenzen halten, aber auch für meine Branche zu kämpfen, dass wir hier wieder auf gesundem Wege kommen und dass sie nicht stirbt oder auch nicht ausgesiebt, ausgedünnt wird, dass nachher wirklich nur noch wenige übrig bleiben und die ganz vielen kleinen Bands und die tollen Superkünstler, die es auch hier in der Schweiz gibt, nicht aussterben. Auch zum Beispiel ja. Die Nachtclubs, die Clubs, also richtig, halt für Musiker, ja. Die Jazzclubs, das ist doch am Sterben. Das ist doch eine sterbende Branche. Genau, die haben auch extrem zu tun, zu überleben. Und gerade auch die Clubs, also alles, was damit dran zusammenhängt. Ne? Also diese ganzen Branchen, Open Airs, die jetzt da wahrscheinlich auch knapp an zu überleben, die Open Air-Veranstalter, Clubs, Live-Clubs, Bars, Konzertbühnen und diese müssten sich aufraffen. Die müssten kommen und sagen, hey Leute, ändert die Politik? Ändert die Politik, so geht es nicht weiter. Wir gehen vor die Hunde. Unsere Branche geht vor die Hunde und die Kunst und Kultur bereichert das Sozialleben dermaßen. Es ist unvorstellbar, wenn diese Art des sozialen Lebens oder des kulturellen Lebens im sozialen Leben nicht mehr stattfinden wird. Unvorstellbar. Richtig, weil wenn doch der Clubbesitzer pleite gegangen ist, wo soll denn noch der Künstler, der Musiker noch auftreten? Weil an größeren Konzerten, da haben ja teilweise Hobbymusiker keine Chance oder auch professionelle Musiker auch keine Chance.
Und wenn dann der kleine Clubbesitzer, der jetzt 100 Plätze hat oder 200 hat, dann haben doch die gar keine Möglichkeit mehr, seit aufzutreten. Das wäre doch sehr traurig. Das wäre fatal. Das wäre gar nicht auszudenken. Also die Künstler können ja letztendlich sich nicht auf der Straße hinstellen. Man kann auch Straßenmusik machen, aber es ist ja nicht die Idee, diese Konzertbühnen aus diesem Grunde vor die Hunde gehen zu lassen und aussterben zu lassen. Weil ein Künstler braucht Bühnen, braucht einen kleinen Club, wo man eine kleine Clubatmosphäre hat, wo eine tolle Stimmung ist, wo eine familiäre, schöne, intime Clubatmosphäre herrscht, weil viele bekannte Künstler und Bands bevorzugen es auch in kleinen Clubs zu spielen. Es ist unvorstellbar, wenn das ausstirbt. Und wenn das ist für mich unvorstellbar. Das ist ein Gedanke, mit dem möchte ich mich nie anfreunden. Nie. Roland, du bist aber nicht nur Musiker oder Musiklehrer, nicht nur Pädagoge, du bist auch Familienvater. Du hast eine Frau, du hast Kinder. Und du hast mir noch etwas erzählt von dem Vorfall, wo du am Bahnhof gestanden bist mit deinem kleinen Sohn. Du hast keine Maske getragen und wurdest von 7 Transportpolizisten umzingelt. Magst du dazu kurz etwas sagen? Ja, genau. Das war ein einschneidendes Erlebnis. In erster Linie für meinen Sohn, für meinen 3,5-jährigen Sohn Luis. Das war sein erstes Schockerlebnis, mit dem er in dieser Welt konfrontiert wurde. Mein Sohn Luis, muss man wissen, der liebt Bus- und Zugfahren, er liebt Züge schauen, er liebt den Bahnhof Luzern. Ich hatte im Februar Winterferien an der Musikschule gehabt, habe mehr Zeit als sonst gehabt, mit ihm Ausflug gemacht im Bahnhof Luzern. Haben uns Züge angeschaut, sind Trolleybus gefahren in Luzern, das liebt er über alles. Und gehen im Bahnhof rein, wollen zu unserem Gleis gehen, zu unserem Zug gehen und bin ohne Maske reingelaufen. Dann kommen gleich 2 Transportpolizisten wie Hyänen auf mich, haben mich abgegriffen und gefragt, warum ich keine Maske trage. Ich hatte geschaut, dass ich möglichst mit Abstand laufe, um auch gewisse Maßnahmen und Regeln noch einzuhalten, bin aber ohne Maske gelaufen. Das ist bewusst, weil mein Sohn braucht klare Anweisungen, der braucht eine Sprache in jeder Alltagssituation, wo er meine Mimik und Gestik braucht, im vollen Gesicht, nicht über einer Nase gezogenen Maske. Das kann sogar zu Missverständnissen führen, das kann sogar gefährlich werden, gerade am Bahnhof. Gebe ihm eine Anweisung als Beispiel, er versteht meine Anweisung nicht, rennt zu den Gleisen hin und da kann sogar ein Unfall passieren. Aus diesem Grunde lehne ich eigentlich diese nicht sinnvolle Maßnahme ab und bin so auch in den Bahnhof reingelaufen. Wurde herausgepickt von, also gleich wie 2 Hyänen, kamen 2 Transportpolizisten auf mich, haben mich gefragt, wo meine Maske ist, habe ihnen den Sach- und Rechtsattest von Heinz Raschein vorgezeigt, haben sie nicht akzeptiert, haben gemeint, das kann man sich im Internet runterladen. Das akzeptieren wir nicht und ich sollte ihnen meine Personalien ausweisen, sollte mich ausweisen, habe ich nicht gemacht, weil ich hatte schon einen Strafbefehl mit meiner Frau bekommen, mit einer riesen Anklageliste von Paragraphen, die jenseits von Gut und Böse einer Verhältnismäßigkeit sind. Also das hatte ich am Laufen und da habe ich mich eigentlich aus diesem Grunde geweigert, meine Adressdaten vorzuzeigen. Dann haben sie gemerkt, die Transportpolizei, dass es Probleme gibt, dass ich mich nicht so einfach füge, wie sie es gerne hätten. Haben immer mehr Transportpolizisten hinzugefügt oder hinzugeholt. Am Ende wurde ich umzingelt von 7 Transportpolizisten. Mein Sohn hat vor mir gestanden, hat geweint, bitterlich geweint. Und ich habe dann noch versucht, auf die Transportpolizisten einzureden. Wurde festgehalten, wurde psychisch und physisch genötigt, wurde unter den Armen von 2 Polizisten festgehalten. Einer hat mich ganz subtil auf meinen Füßen getreten, weil ich habe immer gesagt, ich gehe zum Gleis, ich muss jetzt nach Hause. Haben sie mich ganz subtil festgehalten, dass jetzt die Bevölkerung, die drumherum lief, nicht mitbekommt. Ich habe dann natürlich auch bewusst laut dazu gesprochen. Während des Vorfalls war natürlich auch sehr erregt. Mich hat das ganze Sache auch recht mitgenommen und wurde letztendlich umzingelt von 7 Polizisten. Haben sie mir gedroht im Endeffekt, wenn ich mich nicht füge, deren Anweisungen. Ich habe dann immer auch gesagt, zivile und Menschenrechte stehen über jeglichen bundesnotrechtlichen Verordnungen. Haben sie alles von sich gewiesen, alles nicht akzeptiert. Dann haben sie mir gedroht, mich mit Handschellen abzuführen. Sie hätten Zeit, haben sie mir erzählt, und sie würden mich mitnehmen. Das hat mich natürlich so geflasht, dass ich letztendlich dann mein Attest für meine Gitarrenschule, was ich zu dem Zeitpunkt hatte, für mein Gitarrenunterricht, dass ich keine Maske tragen muss, in einem Maskendispens von meinem Hausarzt vorgezeigt. Und dann hat sich das entschärft. Dann haben sie die Adressdaten aufgenommen. Und dann hatte ich wenige Wochen später aufgrund dieses Vorfalls auch eine Anklage bekommen, auch von der Transportpolizei Olten. Und das gilt jetzt zu klären. Ich möchte jetzt auch
rechtliche Schritte gegen diese Transportpolizisten einleiten. Von damals wegen Amtsmissbrauch oder auch wegen Nötigung. Eine Rechtsanwältin meines Vertrauens hat mir erzählt, die soll zum Polizeiposten gehen und dann wird es eingeordnet, unter welche Kategorie dieser Missbrauch fällt. Ich möchte aber eine Anzeige machen rein, um Zeichen zu setzen, mich zu wehren. Ich lasse mir das nicht gefallen, diese Repressalien, und ich habe einfach schlichtweg genug davon. Mein Sohn möchte in eine gesunde und normale Welt aufwachsen, nicht in solche kranke, mit Repressalien überfüllte und zugeschüttete Welt. Davon habe ich persönlich genug. Roland, ist das auch der Auslöser gewesen dafür, dass du heute politisch aktiv bist? Du hast dir einen Verein gegründet mit weiteren Personen und bist Präsident von diesem Verein. Magst du noch ganz kurz etwas dazu sagen, auch deine Motivation heraus, warum du einen Verein gegründet hast? Ja genau, der Verein ist entstanden aus der eigenen Betroffenheit, eben aufgrund dessen des ersten Vorfalls am 6. oder 5. Dezember 2020, wo ich mit meiner Frau, mit meinen Kindern auch aufgrund der genannten Gründe ohne Maske Zug gefahren bin, weil unsere Kinder eben unsere Mimik und Gestik brauchen. Da habe ich einen Strafbefehl bekommen. Und aufgrund dieses Strafbefehls, da haben wir dann eine Anklage bekommen, sollten Einspruch einlegen. Also wir haben die Möglichkeit gehabt, und da wusste ich nicht, war ich eigentlich ziemlich hilflos auf verlorenen Füßen gestellt, und da brauchte ich rechtlichen Beistand. Hatte mich damals an den Chris Weber gewendet, und der hatte mir die erste rechtliche Unterstützung gegeben. Und dann war es aber, die haben sie unsere Einsprache nicht anerkannt, und dann haben sie uns vorgeladen, uns eine Vorladung zugeschickt. Und da war ich eigentlich am Anschlag rechtlich, wie man sich verhalten soll. Und da habe ich eine Rechtsanwältin aufgesucht, und in diesem Kontakt zur Rechtsanwältin ist dann eigentlich entstanden, den Verein der Rechtshilfe zu gründen, auch um anderen Betroffenen, die in der gleichen Situation sich befinden, zu helfen und um auch meine Erfahrungen wiederzugeben und auch die auch einfließen zu lassen in diesen Verein, in die Vereinsarbeit. Und diesem Verein bin ich mittlerweile Präsident und engagiere mich sehr in diesem Verein. Meine ganze Freizeit fließt da rein, neben meinen Aktivitäten, die ich auch an den Demos investiere, Freizeitaktivitäten und auch meine freie Zeit. Und da gilt meine Hauptarbeit in diesem Widerstand der Vereinsarbeit und auch den Demogängen. Ja. Roland, das ist eine ganz wertvolle Arbeit, die ihr da leistet. Das seid in eurem Verein, und ich wünsche euch damit ganz viel Erfolg. Und am Wochenende wirst du mit deiner Familie in Neuchâtel sein. Ist das richtig? Genau, also ich nehme immer meine Familie zu Demoaktivitäten mit, die ungefährlich erscheinen. Man weiß ja nie, was bei Demoaktivitäten passiert. Ist immer alles möglich letztendlich. Das ist ein stiller Protestmarsch, der genehmigt wurde in Neuchâtel. Da nehme ich immer meine Familie mit. Unsere Söhne werden mit den Herzluftballons ausgestattet. Sie laufen mit, und mein Sohn fragt mich immer, ich sage immer zu meinem Sohn, ich gehe jeden Samstag Politik machen. Dann sagt er, Papa, kann ich mitkommen, Politik machen? Dann habe ich gesagt, ja, du kannst jetzt mitkommen, dann gehen wir mit der ganzen Familie. Freue ich mich schon drauf, freue mich, unsere ganze Widerstandsfamilie, unsere Menschheitsfamilie zu treffen. Tolle Leute mit Charakter und Herz, und es ist immer ein Highlight in meinem Leben, sich Samstag an diese verschiedenen Orte zu begeben und diese Leute, tollen Leute wieder zu treffen. Ja. Freue mich jetzt schon drauf. Wunderschön, ich werde auch dabei sein, Roland. So, wir hoffentlich werden uns dort auch sehen. Ja, genau. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living. Ich möchte auch gleichzeitig noch auf meine Gitarrenschule darauf hinweisen. Bin natürlich auch immer darauf angewiesen, um auch in dieser Zeit zu überleben, auf Gitarrenschüler, die den Weg zu mir finden. Man kann mich kontaktieren via Website www.rolis-gitarrenschule.ch, via E-Mail, via Telefon, SMS, Telegram, wie auch immer. Und würde mich freuen über Interessenten, die sich für mich interessieren, für meine Schule, für dieses tolle Instrument. Und ja, freue mich auf jeden Interessenten, der den Weg zu mir findet. Wunderbar. Vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Roland.
War ganz toll bei dir heute. Ich habe mich sehr gefreut, heute auch die Familie von Roland kennenzulernen und auch seine Schule kennenzulernen. Vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein durfte. Bitte, bitte. Danke, Roland. Liebe Zuschauer, vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und teilt das und abonniert also halt meinen Kanal und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Nicole Hammer von Essensreisen. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine no heaven.